Grüß euch, ich bin heute in Passau und ich treffe jetzt gleich einen Sigi, meinen alten Fechtlehrer, bei dem ich vor über 8 Jahren meine ersten Gehversuche im Hofdegen fechten gemacht habe und von dem ich gewaltig viel gelernt habe. Der Mann ist schon ewig im Business, kennt sich voll gut aus und warten wir mal, dass er drauf kommt und dann werde ich ihn ein wenig ausflascheln für euch. Jetzt ist er da. Guten Morgen, Sigi. Servus. Was meinst du? Was tut sich sonst im Passau, sage ich? Fechten. Nein, eigentlich nicht. Alle das Gleiche. Gut. Na dann. Dann fangen wir an. Also, Sigi, wir haben da heute bei unserer ersten Episode der Anfänge des historischen Fechtens. Möchtest du vielleicht mal ganz kurz sagen, wer du bist, was du machst? Ja, ich bin der Sigi Ratzka und fechte seit über 60 Jahren. Habe also als Kind angefangen und nonstop bin ich der Sportart treu geblieben. Und ja, Anfang war natürlich Sportfechten, zur damaligen Zeit noch sehr sauber und korrekt. Mein allererstes Turnier, das war noch manuell, das heißt ohne Elektrik. Wann war das? Das war in die 60, Anfang der 60er Jahre und dürfte gewesen sein, also, naja, 65 ungefähr, ja, 1965. Und naja, dann habe ich halt meine Ausbildung zum Fechtlehrer gemacht über mehrere Stationen. Insgesamt waren es 4 Fechtmeister, die ich gehabt habe, bei denen ich gelernt habe. Irgendwann einmal bin ich Mitglied der Akademie der Fechtkunst Deutschlands geworden und habe dort auch im szenischen Fechten eine Ausbildung gemacht. Abteilungsleiter von der Fechtgruppe in Passau bin ich seit 43 Jahren. Das heißt, vor einem Jahr habe ich dann die Abteilungsleitung abgegeben, weil ich gesagt habe, irgendwann muss man mehr Ruhe sein. Naja, und dann irgendwann, wo die elektrische Fechten immer mehr sich dem Sport zugewandt und dem der Fechtkunst abgewandt hat, habe ich dann gesagt, das war's und bin dann umgestiegen auf die Ursprünge der Fechtkunst, das klassische historische Fechten, wobei ich immer ein Freund des Stoßfechtens und nicht des Hiebfechtens war. Ja, weil du sagst historisches Fechten, du bist ja selbst schon ein Stück weit historisch mit über 60 Jahren Fechterfahrung. Ja, also mein ehemaliger erster Fechtlehrer, der hat zumindest mir gegenüber noch erwähnt, er hätte ein Duell gehabt. Wer war das? Das war ein gewisser Herr Bruchmüller. Mhm. Und der hat dann auch dazu beigetragen, dass ich die Fechtgruppe in Passau übernommen habe. War der aus Passau? Oder? Der war nicht aus Passau, der ist durch den Krieg daher verschlagen worden. Wo er genau her war, das weiß ich nicht mehr. Das ist okay. Schon zu lange her. Aber das war ja nicht der einzige Fechtlehrer, bei dem du gelernt hast? Dann war ich in München in der Sportschule in Grünwald war das damals nur. Da habe ich dann den Meister Civani gehabt und den Fechtmeister aus Regensburg, den Herrn Wittmann, der leider sehr früh an Krebs verstorben ist. Und dann war ich noch auf der Akademie der Fechtkunst und da habe ich dann verschiedene Lehrer gehabt, bei denen ich mich halt dann fortgebildet habe. Und ob jetzt zu sagen, von wem hast du das meiste mitgenommen oder hast du von allen ein bisschen also zusammengeschachtelt? Jeder Fechtmeister hat einen eigenen Stil, eine eigene Schule. Man muss sich halt dann aus den verschiedenen Unterrichtsmethoden und Ansichten das raussuchen, was man für sich selber als brauchbar empfindet. Das ist ja jeder Mensch auch anders. Für mich persönlich war der Beste, der Herr Wittmann aus Regensburg, mhm. Ja, der hat auch richtig gefochten selber, der hat nicht nur mit dir lektioniert, der hat auch mal ein Freigefecht mit dir gemacht als Fechtmeister. Ja, so wie du auch. Während der Herr Civani, der war ein guter Theoretiker und hat sehr, sehr viel gewusst und sehr viel Erfahrung gehabt. Aber selber fechten habe ich den nie gesehen. Mhm. Ja, er hat immer nur lektioniert und gesagt, was er machen muss und hat einmal, ja, man hat einmal auf ihn stoßen dürfen. Aber dass er mal selber gefochten hätte, das habe ich nicht erlebt. Aber er war sehr gut, das muss man schon sagen. Ja.
weißt, sagst, ein großer Theoretiker, haben sich deine Fechtmeister selbst viel mit den Quellen beschäftigt, mit den historischen? Also der Meister Civerny auf alle Fälle, der war ja auch im historischen Bereich, der hat zum Beispiel berühmte historische Filme, war er da maßgeblich beteiligt, Wallenstein zum Beispiel. Mhm. Und er hat also sehr viel Kenntnisse auch vom historischen Fechten gehabt. Ja. Okay, wenn du jetzt sagst vom historischen Fechten, in welche Richtung ist der gegangen? Der hat alles abgedeckt, vom Schwertkampf bis zum modernen elektrischen Säbel. Ja. Der war schon ein großer Fachmann. Ja. Ja. Aber seine Schwerpunkttätigkeit hat auch mehr auf dem Florettfechten gelegen dann zum Schluss. Ja. Mhm. Ja, und weißt du, sagst, wann hast du begonnen, dass du dich selbst mit den Quellen beschäftigst, weil du hast ja einige Fechtbücher gelesen. Ja, das war zu der Zeit, als der Sportsäbel elektrifiziert wurde. Das war dann eine derartige Katastrophe in meinen Augen, dass ich gesagt habe, den Schmarrn mache ich nicht mit. Und habe mich dann auf die Ursprünge des Stoßfechtens zurückbesonnen, habe mir eine ganze Batterie von alten historischen Büchern zugelegt, die es zum Teil im Nachdruck, im originalen Nachdruck wieder gibt, und habe dort aus diesen ganzen Angeboten, in Anführungszeichen, mir das rausgesucht, was ich für brauchbar halte. Es ist damals auch viel geschrieben worden, was nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss war. Und ja, und habe dann eben meine eigene Schule draus gemacht, die offensichtlich ganz gut ankommt, weil ich sehr viel Zuspruch erfahre. Ja, sonst würde es nicht so lange schon laufen. Ne? Und ja, und dann habe ich mich mit dem szenischen Fechten ein bisschen beschäftigt. Wir haben eine Zeit gehabt, da haben wir jede Menge Neuanfänger gehabt, und als dann zu den Turnieren gefahren sind und gemerkt haben, dass man ohne ständiges Training oder mehrmaliges wöchentliches Training eigentlich im Sportfechten nichts ausrichten kann, sind die dann wieder gegangen. Es war ihnen auch zu anstrengend, ständig irgendwo in der Wegschicht rumzufahren, um Turniere zu machen. Und dann haben wir gedacht, naja, das kann doch eigentlich nicht sein. Die Leute kommen und haben Interesse am Fechten, und durch solche Sachen werden sie dann wieder vergrault. Und dann habe ich das szenische Fechten angefangen. Und das hat sich gut angelassen und existiert jetzt mittlerweile auch fast 20 Jahre in Passau. Das ist halt für die, die sagen, ich will auf kein Turnier fahren und ich will ein bisschen Spaß haben und ich habe vielleicht auch noch Interesse an schönen Kostümen. Und ja, das ist dann halt eine eigene Sparte, das szenische Fechten. Mhm. Und um nochmal auf die Quellen zurückzukommen, was sind da dann deine Haupteinflüsse gewesen von den Fechtbüchern? Du meinst, welche Meister ich da? Genau. Eigentlich alle gleichermaßen. Bei manchen hat man mehr rausnehmen können für die heutige Zeit. Man muss ja nach der Zeit gehen. Früher haben sie gefochten in Stiefeln auf der Wiese, ja, und heute ficht man in Turnen schon in der Halle. Man muss ja schon ein bisschen auch an die Zeit angleichen, aber da haben zum Beispiel, also meine Lieblingsquellen ist dann der Fechtmeister Weischner 1764 oder auch Schmidt etwa um dieselbe Jahreszeit, dann Ranis, Ruh, da gibt es einige, die mir jetzt gerade so spontan einfallen. Dönitz, es gibt da mehrere Quellen, da muss man sich im Internet, kann man sich da ein bisschen schlau machen. Und, ich habe ein Originalbuch vom Florettfechten der königlich-sächsischen Infanterie in Sachsen da, also, und das ist auch recht interessant, aber wie gesagt, man muss sich halt aus den Quellen das rausnehmen, was man meint, ist für die heutige Zeit auch verwendbar. Wir haben ja zum Teil ein bisschen andere Waffen, wie es früher waren. Früher waren die Waffen viel kräftiger, also nicht so leicht biegsam wie heute, waren ein kleines bisschen kürzer. Und wie gesagt, die Bekleidung war anders. Das ganze Fechten damals war halt auf das Duell ausgelegt. Und es ist halt auch der Anspruch von mir, so fechten, dass man selbst nicht betroffen wird. Was der Sportfechter ja nicht mehr sagen kann, die Elektronik entscheidet hauptsächlich, ob er getroffen, was dann mit mir passiert, das ist schon wurscht. Ein 20. Sekunde, glaube ich, ist der Zeitunterschied beim Degen. Beim Säbel ist sowieso völlig wurscht, da kann ich mit dem Rohr auch fechten, weil wenn ich die Weste berühre, egal mit oder ohne Druck, dann ist der Treffer. Also ich habe mit Fechten nichts mehr zu tun. Es ist ein Sport, das soll jeder machen, der dem es gefällt. Warum? Braucht man nicht verurteilen. Aber es hat mit der Fechtkunst, mit der Selbstverteidigung oder dem Duell
wo ja das Fechten auch herstammt, was wir heute machen, überhaupt nichts mehr zu tun. Und darum habe ich mich vom Sportfechten, vom elektrischen Sportfechten wohl gesagt, habe ich mich distanziert. Aber du sagst, es ist schon wieder großes Interesse da gewesen an dem klassischen Fechten seit ja, ich begonnen. Wundere mich selber. Also es gibt auch in Deutschland jetzt schon einige Orte, wo das praktiziert wird. Und auch in Amerika, ich habe halt zwar meistens nicht so allzu viel, was von Amerika rüberkommt, aber die im Fechten da, die machen Mords Werbung, no electrical fencing und classical fencing, das ist da große Mode da drüben. Ja. Ja. Und weißt du, sagst mit den Waffen von damals, du machst ja hauptsächlich Hofdegen. Was ist da jetzt der Unterschied zum normalen Degen oder wie in deiner Anfangszeit? Naja, also der Hofdegen war im Prinzip zumindest in der ausgehenden Zeit des Rokoko mehr ein Bekleidungsstück, hätte ich bald gesagt, was für Duelle nur im Notfall verwendet wurde. Also vielleicht für Rencontres auf der offenen Straße, so, aber für abgesprochene Duelle ist der Hofdegen in der Regel nicht verwendet worden. Vielleicht nur so zum Übergang von zu Napoleons Zeit. Also als der Napoleon dann kam, war mit dem Stoßfechten so ziemlich Ende. Da hat man dann mehr mit dem Säbel gefochten auch und es war also die Zeit, wo das Duell auch ein bisschen verpönt war dann. Aber so und in dem Übergang, da ist schon mit dem sogenannten Hofdegen duelliert worden. Aber die abgesprochenen Duelle, die in Frankreich zumindest und in Italien, die sind mit speziellen Duellwaffen gefochten worden. Die haben in der Regel keinen Faustbügel gehabt, weil sie reine Stoßwaffen waren. Und die, mit denen üben wir natürlich auch hier, selbstverständlich. Ja. Aber wie du dann mit dem klassischen Fechten angefangen hast, da hat es sicher eine Waffen praktisch nicht mehr gegeben. Nein. Es hat Repliken gegeben, aber das waren mehr Prügel und Krüppel, mit denen ich nicht fechten konnte. Und irgendwann war mir das zu dumm. Und ich habe mir dann nacheinander originale historische Waffen gekauft und habe die Gefäße dann abmontiert. Und mit viel Arbeit bin ich dann so weit gekommen, dass ich eine Gießerei gefunden habe, die mir das 1:1 abgießen. Und da werden dann jetzt Sportklingen eingebaut und mit denen Waffen fechten wir. In dem Sinne, wie damals die Duelle abgelaufen sind. Komplett ohne Elektrik und der gesamte Körper ist Treffer. Es gibt keine sogenannte ungültige Trefffläche, wie das im Florettfechten ist. Das gibt es alles nicht. Und wir üben mit einer Florettklinge und dasselbe Gefäß trägt eine Degenklinge, wenn wir freifechten. Und um das weiterzuführen, du bist da als Fechtlehrer tätig. Wann hast du die Fechtlehrertätigkeit aufgenommen? Relativ bald. Als ich damals zur Bundeswehr musste, war in Passau die Fechtgruppe noch 3 oder 4 Mann stark. Und als ich zurückkam, war überhaupt niemand mehr da. Und ich habe dann neu begonnen mit 7 Leuten, die ich über eine Zeitungsannonce bekommen habe, da war einer davon, der war ausgebildeter Fechter schon, Bernd Huber, guter Florettfechter und wir haben dann das in Passau aufgebaut und das war im Jahr 1974. 74, aber das war dann schon mit Hauptfokus auf klassisches Fechten? Nein, das war damals Hauptfokus Sportfechten. Ja. Wann ist das Training für klassisches Fechten dazugekommen? Für klassisches Fechten haben wir angefangen, jetzt haben wir 2019, ja, vor knapp 20 Jahren. Und war immer gut besucht eigentlich, oder? Haben einige durch deine... Am Anfang war es sehr spärlich, aber es ist dann schlagartig mehr geworden, ja. Es ist dann relativ schnell gegangen, ja. Schlagartig zurückzuführen auf was? Irgendwie was Spezielles? Ja, es, die Leute haben einfach nicht mehr die Lust gehabt, ständig irgendwo auf ein Turnier hinzufahren und haben dann die schönen Waffen gesehen bei mir und das hat ihnen irgendwie mehr Spaß gemacht, als wir das Licht anmachen, sage ich mal. Ja, ist dann auch eine neue Gruppe gegründet worden in Friedrichshafen. Ich war damals auf einem Lehrgang in München, da war es jetzt für Rapier und Hofdegen und das war ein Fechtlehrer aus England und ein Hofdegen hat nur ein einziger gehabt und das war ich, alle anderen haben irgendwelche Sportwaffen halt gehabt, so moderne
Und der Teilnehmer aus Friedrichshafen, der hat dann meinen Degen gesehen und dann war er hin und weg. Und ab diesem Tage war für ihn klassisches Fechten angesagt. Und er hat dann eine eigene neue Gruppe in Friedrichshafen gegründet, die es immer noch gibt. Und das war eigentlich mein größter Erfolg, möchte ich mal sagen, den ich verbuchen kann im Rahmen des klassischen Fechtens. Ja. Ja, die meisten, die einen Hofdegen haben, heute haben wir eh von dir. Ja, glaube ich. Eigentlich alle. Ja, alle. Ja, ja. Und zum Abschluss, wo sagst du, wo entwickelt sich das Fechten heute hin? Geht es wieder mehr in Richtung das Klassische oder das Historische oder glaubst du, das wird sie wieder aufhören? Also meine persönliche Meinung ist, wenn sie das elektrische Fechten so weiter betrieben wird, wie es im Augenblick ist, dann wird es für das Publikum immer uninteressanter, weil der Zuschauer, der ja eigentlich vom Fechten her von der Ästhetik begeistert ist und sehen will, wie die Handlungen sind und wie es abläuft und dann trifft, der kriegt es nicht mehr mit. Es ist derart schnell geworden und es gibt so viele Regeln, die ein Zuschauer nicht verstehen kann. Und wenn es so weitergeht, glaube ich, schmeißen sie es irgendwann aus Olympia raus. Das ist meine persönliche Meinung. Da wird sich nichts ändern dran, weil die Fachverbände, das ist halt im Sport, das ist, ich sage ja, Sportmafia, das darf man nicht laut sagen, aber es ist irgendwo was dran. Und es wird diese zwei Richtungen wird's geben, die einen, die sich mehr für das Klassische, Historische interessieren und die anderen, die eben Urkunden und Punkte wollen. Das wird so parallel nebeneinander laufen, ist meine Meinung. Passt, dann danke soweit. Gibt es noch irgendwas, was du sonst noch sagen möchtest? Jetzt hättest du die Chance dazu an alle Fechterinnen und Fechter da draußen. Ja, man sollte halt das Fechten so betreiben, wie die Ursprünge waren. Treffen, ohne selbst getroffen zu werden. Man denke daran, Fechten ist der einzige Sport, den es gibt, bei dem man mit einer Waffe einen Menschen angreift und diesen auch treffen will. Es gibt sonst keine andere Sportart, wo das so ist. Und darum sollte man sich auch darauf besinnen, treffen, ohne selber getroffen zu werden. Wenn man die alten Duellregeln beachtet, da war das bei weitem nicht so grausam, wie es heute mit stumpfen Waffen im Sportfechten gehandhabt wird. Gut, das waren schöne Abschlussworte, würde ich sagen, und danke für das Interview. Bitte. Ja, das war's soweit mit der ersten Folge von Hema Origins. Mit mir und dem Sigi. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es war interessant. Abonnieren nicht vergessen, dranbleiben, sonst verpasst ihr die nächsten Folgen und ich muss jetzt zum Frühschoppen. Servus, bitte.